Journalisten werden nicht nach Nordkorea gelassen oder, wenn sie inkognito einreisen und entdeckt werden, ins Lager gesteckt. Nach Nordkorea reisen 5.000 bis 6.000 Touristen im Jahr. Nur zum Vergleich, den Kölner Dom besuchen 15.000 Menschen pro Tag. An dem großen runden Tisch hinter uns klapperte eine europäische Reisegruppe mit Gabeln und Stäbchen. Einer der Touristen polterte los. Hübsch sind die Mädels ja hier. Very beautiful girls, wa? Aber ist ja kein Rankommen an die, kein Vergleich zu Thailand oder Kambodscha. War ich ja schon überall, I was everywhere. Seine Mitreisenden schwiegen. Zum Entsetzen aller Anwesenden verließen wir selbstständig den Saal. Die Sterne am Himmel leuchteten immer noch, nur weniger hell, als ich es in Erinnerung hatte. Und dann schob sich auch noch eine Wolke vor den Mond. Links und rechts drohte das Dunkel. Plötzlich hallten Schritte durch die Nacht.